Hallo Leute, hier ist wieder der Stefan von Auto Chiemgau. Heute geht es weiter mit meinem Vorsorge-Thema Basics. Heute geht es um das Thema Blackout, Notwasser. Wo kriege ich Wasser her? Denn die meisten von euch wissen ja, dass quasi bei einem Blackout eben die Wasserversorgung irgendwo bei den meisten binnen 24 Stunden zusammenbricht. Und was trinkt man dann? Das heißt, wir werden heute mal gehen, wie viel Wasser brauche ich? Wie soll ich es am besten lagern, auch wenn ich wenig Platz habe? Deswegen bin ich hier draußen. Wie besorge ich mir in der Natur Wasser? Auf was muss ich achten? Welches Wasser ist trinkbar, welches nicht? Welcher Wasserfilter ist geeignet, welcher nicht? Und welchen brauche ich für welches Wasser? Und deswegen bin ich gerade hier draußen. Hier laufen nämlich hinter mir drei Bäche ineinander, drei sehr unterschiedliche Bäche. Und an denen kann ich euch das wunderbar zeigen. Also hier haben wir einen etwas größeren Bach, der relativ schnell fließt, kalt ist. Würdet ihr daraus trinken, ohne Wasserfilter? Welche Gefahren könnten da drin sein? Wir werden also Wasserfilter durchgehen, Wasserlagerung, wie mache ich Wasser haltbar, all diese Dinge, die man braucht, dass ihr am Blackout wunderbar überstehen könnt. Und wenn dich das interessiert, dann bleib einfach dran. Los geht's! Ich habe ja gesagt, hier bin ich bei drei Bächen und ich zeige euch die drei Bäche jetzt und ich würde gerne wissen, aus welchem Bach würdet ihr mit welchem Wasserfilter rausdringen oder ohne Wasserfilter? Schauen wir es uns einfach mal an. Also hier haben wir einen etwas größeren Bach, der relativ schnell fließt, kalt ist. Würdet ihr daraus trinken, ohne Wasserfilter? Welche Gefahren könnten da drin sein? Dann fließt hier quasi ein etwas kleinerer Bach hier rein. Würdet ihr aus diesem Bach raustrinken? Hier ist zum Beispiel dieser Schaum. Ist der gut oder ist der schlecht für unser Anzeichen? Gibt es da drin Anzeichen, dass man den vielleicht trinken könnte oder nicht? Und vor allem, wo kommt der her? Also raustrinken, ja oder nein? Jetzt kommt dieser Bach ein paar Meter weiter oben. Ihr seht die bräunliche Farbe. Raustrinken oder nicht? Und in diesem Bach fließt dieser ganz kleine Bach, der wurde jetzt gerade aufgebackert. Kann man aus dem bedenkenlos trinken? Ohne Wasserfilter? Oder nicht? Fakt ist, man kann es nicht sagen. Dazu muss man mehrere Sachen wissen. Und zwar das Wichtigste, woher kommt dieser Bach und wo ist der bis jetzt durchgeflossen? Ist der an einer Stadt, an einer menschlichen Siedlung vorbeigekommen? Vielleicht sogar an irgendeiner Kanalisation, sonstige Geschichten? Kommt der direkt aus der Quelle, kommt aus dem Wald? All das sind wichtige Fakten, die man sich vorher anschauen muss, bevor man eben aus einem Bach raustrinkt oder nicht. Bevor wir diese Frage beantworten können, müssen wir zuerst mal wissen, welche Gefahren drohen denn eigentlich im Wasser. Ich habe die jetzt in vier Kategorien zusammengefasst. Kategorie 1, also ich mache es immer von der Größe, das Größte ist Kategorie 1. Das sind natürlich Dreck, Schwebeteilchen etc. Das sind Larven, Fliegenlarven, sonstiges. Das sind parasitäre Würmer, die will keiner haben. Und parasitäre Würmer haben ungefähr 20 Mikron groß. Das muss man sich mal merken, diese Größenangaben spielen später nur eine wichtige Rolle, wenn es um einen Wasserfilter geht. Algen etc. könnten natürlich auch mit drin sein. Also das ist mal Gefahrenstoff 1, den kann man nur am besten rausfiltern. Dann Kategorie 2 und hier unterteile ich in 2a und 2b. Kategorie 2 sind Mikrolebewesen. Kategorie 1 sind Bakterien und Protozoen. Protozoen sind ungefähr 2 Mikrometer groß und Bakterien ab 0,2 Mikron. Und das ist ganz wichtiger Wert, den soll ich merken jetzt, 0,2 Mikron. Die Kategorie 3 sind dann, Kategorie 2b sind dann Viren und Viren haben ab 0,02 Mikron. Und das ist der Grund, warum zum Beispiel ein Soja Mini, der 0,1 Mikron Lochgröße hat, eben gegen Viren nicht hilft oder nur sehr begrenzt hilft. Diese Bakterien und Viren, also Viren haben bei uns relativ wenig im Wasser, es gibt aber immer mal wieder, dass sich der Norovirus irgendwo durchsetzt zum Beispiel und den will man in der Krise natürlich auch nicht haben. Bakterien, ja, wenn zum Beispiel ein Tier verendet im Wasser oder sowas, das sehe ich ja nicht, was hier einige ums nächste Eck ist, vielleicht liegt da ein totes Reh im Wasser, man weiß es nicht. Das heißt, das will man auch nicht haben. Gut, das waren jetzt mal die Mikrolebewesen. Es geht dann natürlich noch weiter mit Kategorie 3, sind Giftstoffe, die drin sind. Die werden uns zwar nicht sofort irgendwas machen in aller Regel, aber Cadmium, Blei, Quecksilber ist dort zum Beispiel drin.
Es gibt mittlerweile über 30.000 chemische Stoffe, die man teilweise im Wasser findet. Es gibt über 2.500 medizinische Rückstände, die man findet. Landwirtschaftliche Dünger zum Beispiel, Pestizide, Chemie, Chlor, sowas, Huminsäure, all das kann im Wasser enthalten sein und ist natürlich nicht unbedingt unserer Gesundheit recht zuträglich. Und dann gibt es noch neue Kategorie 4 und das sind sonstige Stoffe. Warum ich die trenne, sage ich später, das ist zum Beispiel Diesel, Benzin, solche Dinge. Das hat nämlich einen ganz speziellen Grund, wenn es dann um Wasserfilter geht. Also ihr seht, es ist eine Menge drin und das heißt, das Beste ist natürlich, wenn ich mal Wasser aussuche draußen zum Trinken, wo gar keiner von diesen 4 Kategorien drin sein kann, das wäre natürlich der Optimalfall. Wird nicht immer funktionieren, aber desto besser dass das Wasser ist, das ich trinke, desto besser wird es im Endeffekt sein und desto weniger muss mein Wasserfilter leisten. So Leute, daraus habe ich mir 6 Merksätze abgeleitet, nach denen ich gehe, wenn ich draußen Wasser habe. Ich möchte mir dann nachher einen Kaffee machen. Das heißt, ich habe kein Wasser dabei, ich habe selten Wasser dabei. Ich nehme das eigentlich immer aus der Natur. Und ich habe mir 6 Merksätze geprägt und die solltet ihr euch einfach merken, die können euch durchaus helfen. Punkt 1 ist, je näher an der Quelle, desto besser. Ihr werdet es gleich sehen, ich bin hier ungefähr 20 Meter von einer Quelle weg. Das heißt, ich kann das komplett übersehen. Ich weiß, ob da jetzt ein Tier reingekackt hat, ob dort ein totes Tier drin liegt oder sowas. Das heißt, desto näher, desto besser. Das heißt, in der Regel, oft sehe ich ja die Quelle nicht, komme zum zweiten Merksatz, desto kleiner ein Bach ist, desto besser ist es in der Regel. Weil die Bäche, die weiter fließen, die fließen irgendwann zusammen in andere und werden immer größer. Und desto kleiner ein Bach ist, desto näher bin ich in der Regel an der Quelle. Ihr seht, das ist keine hundertprozentige Wissenschaft, aber es hilft einiges aus. Merksatz 3 ist, je kälter, desto besser. Hier im Winter ist es natürlich sehr viel besser, weil im warmen Wasser entwickeln sich Bakterien wesentlich schneller als jetzt im kalten Wasser. Also mit der Kälte habe ich momentan kein Problem, hier liegt nur Schnee. Das ist momentan nicht das Problem. Der 4. Punkt ist, je schneller ein Gewässer fließt, desto besser ist es. Weil es einfach die Bakterien mehr mitnehmen, weil sich da drin nicht so viele Bakterien entwickeln können. Das heißt aber auch, stehende Gewässer sind definitiv in aller Regel tabu. Es gibt Ausnahmen, logischerweise, die fast Trinkwasserqualität haben. Das ist zum Beispiel in die Berge oben etc., die Bergseen. In Norwegen vielleicht, aber hier in Deutschland stehende Gewässer würde ich grundsätzlich mal meiden, wenn sie sich irgendwie vermeiden lässt. Also aus dem Chiemsee zum Beispiel ist es mit Wasserfilter wahrscheinlich kein Problem, weil der mittlerweile fast wieder Trinkwasserqualität hat, fast. Und aber wenn ich jetzt zum Beispiel hier bei uns auch noch ein großer See, einen Waginger See nehme, dort würde ich ohne Wasserfilter, also ich würde selbst mit Wasserfilter würde ich mir zweimal überlegen, ob ich da raus trinke oder nicht. 5, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, kein Bach, kein Gewässer, das nach einer menschlichen Siedlung liegt. Also der Fluss fließt ja immer in eine Richtung und wenn es ihr quasi hier steht und dort ist eine menschliche Siedlung, tabu. Warum? Die Kläranlagen, das unser Wasser, unser Abwasser, unsere ganze Kacke etc. wird ja alles geklärt in Kläranlagen, aber die bringen kein Trinkwasser hervor, sondern nur geklärtes Abwasser. Und das muss erst dann durch die Natur gereinigt werden. Das heißt, für euch dort haben dann natürlich medizinische Rückstände drin, da haben vielleicht noch chemische Rückstände drin, da ist noch Bakterien etc. drin. Das heißt, niemals nach einer menschlichen Siedlung, sondern immer so weit bergauf geht, dass man vor, also so weit flussaufwärts geht, dass man vor der menschlichen Siedlung ist. Deswegen scheidet ein Rhein für mich komplett aus, weil da ist immer menschliche Siedlung davor. Also ich bin direkt an der Rheinquelle. Und der nächste Punkt, der 6. Punkt ist, kein Gewässer nach landwirtschaftlicher Nutzfläche. Da ist es ähnlich, da wird Dünger ausgestrahlt, da haben dann die Kühe dort, die dort reinkacken und das fließt ja alles in die Bäche und fließt dann wieder weiter. Also das sind die 6 Merksätze, die ihr euch merken solltet, wenn ihr draußen im Wald, in die Berge Wasser nimmt. In die Berge habe ich meistens das große Glück, da ist nichts dazwischen. Da trinke ich aus den meisten Gewässern eigentlich ohne Filter raus, weil dort ist es kein Problem. Vor allem, wenn ihr mal dieses Wasser getestet habt, dieses Bergwasser, da merkst du, es hat so richtig Kraft. Da rumort es im Bauch, da geht es richtig ab. Ihr habt danach eine Energie ohne Ende. Das kann man mit unserem Leitungswasser leider überhaupt nicht mehr vergleichen. Deswegen hole ich mir mein Wasser mal lieber aus der Natur. Dann komme ich jetzt zur Auflösung meiner Eingangsfrage. Aus welchen dieser 3 Bäche würdet ihr denn trinken? Wir haben einmal hier hinten den größeren und dieser größere kommt aber durch eine menschliche Siedlung, das heißt für mich scheidet der damit aus. Ich habe den einmal gemessen, du merkst ja, der hat wesentlich mehr Schadstoffe drin. Also,
Oh ja, 212. Also man sieht, ups, 212 ist schon wesentlich höher. Ist aber jetzt noch nicht schlimm, 13,6 Grad ist schon mal sehr gut wieder. Dort oben sieht man, Chlorin ist ein bisschen was drin, also wesentlich mehr als beim anderen. pH-Wert ist auch 7, das passt. Alkalisch ist er etwas mehr. Bisschen wärmer. Eisen ist nicht viel drin. Blei auch nicht. Und was mir immer wichtig ist, ist Nitrat und Nitrit. Und auch da ist ganz wenige. Bromin ist ein bisschen was drin. Rein von dem Test her. Ist schon mal nicht schlecht, aber wie gesagt, auf die Tests allein gebe ich nicht viel. Dann haben wir hier diesen kleinen. Gehen wir auch hier oben zeigen. Und dieser kleine hat noch ein paar Vorteile. Die sind auch noch so Indikatoren, dass das Wasser vernünftig ist. Also erstmal, er kommt rein hier aus dem Wald. Das ist schon mal sehr gut. Das zweite ist, ich habe dort im Sommer zum Beispiel kleine Krebse gefunden. Also Miri hat gerade Krebse entdeckt, so Mini-Krebse. Und das ist ein gutes Zeichen für die Wasserqualität. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber da haben überall lauter kleine Krebse. Sieht man das da? So kleine Tiere, und das ist immer ein gutes Zeichen, dass das ein sehr sauberes Wasser ist. Was der allerdings viel drin hat, ist Huminsäure, weil er kommt direkt aus dem Moor. Das heißt, geschmacklich ist das nicht so ein Erlebnis. Komm aber mit Aktivkohle, die holt die Huminsäure raus, sehr gut wieder trinkbar machen. Das heißt, den ja mit zum Beispiel Aktivkohlefilter, und da ich ja nicht weiß, was dort oben jetzt ist, der kommt ja gut einen Kilometer hier runter, ob dort ein verendetes Tier drin ist, würde ich den trotzdem mit Wasserfilter filtern. Zum dritten, zu dem kleinsten Bächlein. Und hier ist jetzt zwar ausgegraben, aber was man hier jetzt relativ schlecht sieht, ich komme da leider nicht hin, weil es dort ganz matschig ist. Doch mal durchgekämpft. Ich kann euch jetzt den Bach mal am Anfang zeigen. Ihr seht, auch hier haben wir wieder die Möglichkeit, also hier haben auch wieder diese Pflanzen drin, das ist ein sehr gutes Zeichen. Und ihr seht, es kommt einfach hier aus dem Berg raus. Also ein Hügel, würde ich mal eher sagen. Hier sehe ich, es liegt kein Tier dazwischen. Also aus dem habe ich auch schon so getrunken, also hier noch nicht ausgepackert war, aber das macht ja nichts, das Auspacken. So, testen wir doch das mal, was ich gerade gesagt habe. Ja, bisschen Dreck drin, aber sau lecker. Wer auf Nummer sicher gehen will, sollte auch hier einen Wasserfilter verwenden. So Freunde, in diesem Bach ist aber jetzt kein Schaum drin. Ein ganz gräulicher Schaum. Ist das nicht gefährlich? Es gibt zwei Arten von Schaum. Es gibt den künstlichen Schaum und es gibt den natürlichen Schaum. Und wo unterscheiden sich die beiden? Der künstliche Schaum ist ganz einfach, das erkennt ihr. Ihr habt sie alle schon mal so mit dem Mund diese Wasserdinger da geblasen, diese Luftblasen, diese Wasserblasen gemacht, Seifenblasen, Entschuldigung. Und ihr seht, dass die so glitzern, die in alle möglichen Farben. Und die, daran erkennt man, ob es natürlicher Schaum ist oder im künstlicher Schaum. Künstlicher Schaum könnte zum Beispiel daher kommen, weil dort Odel, also Gülle, eingeleitet worden ist. Weil dort Abwasser mit drin ist, weil dort Detergentien drin sind, weil dort Kläranlagenabfluss mit drin ist. All das sind Sachen, wenn also dieser Schaum glänzt, Finger weg von diesem Wasser. Ganz wichtiger Punkt. Wie erkenne ich natürlichen Schaum? Er ist weiß, manchmal ist er eben hier so leicht bräunlich, wie ihr das jetzt gerade gesehen habt. Das ist der Abbau von organischem Material, der ist sehr zäh. Wenn ihr den in eine Probeflasche reintut, dann hält sich der relativ lang, der künstliche fällt relativ schnell zusammen und nach dem Zerfall lässt er sich aber kaum mehr neu machen. Also wenn man es in eine Flasche reintut, der bleibt lang drin, und wenn er dann irgendwann mal weg ist und man schüttelt wird und er kommt nicht mehr, dann wisst ihr, es wäre natürlicher. Ich erkenne es in der Regel an die Farben und einfach, dass der nicht so glitzert, und der entsteht eben durch Laubfall. Also das Laub fällt da rein, gibt die Huminsäure frei, gibt die Tenside frei, und die geben dann quasi solchen Schaum. Wasserpflanzen, Algen, Phytoplankton aus Seen und in diesem Fall Huminsäure aus Mooren. Daran weiß ich, der ist so braun, okay, da ist viel Huminsäure drin, werde ich also definitiv mit Wasserfilter, mit Aktivkohlefilter filtern, einfach um den Geschmack zu verbessern, weil Aktivkohle holt die Huminsäure raus. So,
Wenn ich jetzt weiß, ich habe diese vier Kategorien an Giftstoffen, an Mikrolebewesen im Wasser drin, wie kann ich das Wasser aber trotzdem trinkbar machen? Das geht am einfachsten zum Beispiel mit einem Wasserfilter. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Ich zeige euch dann auch im Studio, dass viele von euch so einen Wasserfilter daheim haben oder Wasserfiltersystem und das gar nicht wissen. Und wir fangen mal gegen die Kategorie 1. Ist natürlich ein Vorfilter immer sinnvoll, würde ich grundsätzlich bei jedem Filter empfehlen. Wer kein Vorfiltersystem nicht hat, nehmt Kaffeefilter her. Die haben eine Größe von 5 Mikron, die holen sogar theoretisch so parasitäre Würmer raus. Also nicht nur theoretisch, sondern auch in der Praxis. Also von dem her ganz gut und der schützt halt euren Filter. Dann haben wir Kategorie 2, die Mikrolebewesen, und hier kommt es definitiv auf die Größe auf. Die meisten, so wie die Katadyn-Wasserfilter oder der Säuermini, die kennen Bakterien und Protozoen zu 100% oder zu 99,99999% rausholen. Das ist kein großes Problem, aber die kennen zum Beispiel keine Viren. Und hier ist also wichtig, die zweite Stufe vom Filter sollte so ein Mikrofilter sein, so wie hier bei meinem Elanwell, den ich nutze. Der hat eine Durchlassgröße von 0,01 Mikron. Das heißt, der hat einfach solche Löcher drin. Jetzt kommt die Bakterie oder Virus, der ist ja viel größer. Und der kommt schlichtweg nicht durch dieses Loch. Und das ist das, was mir so gut gefällt an deren Wasserfilter gegenüber, zum Beispiel Abkochen oder Chemie. Ich habe nicht die toten Bakterien drin, sondern die Bakterien haben schon mal gar nicht im Wasser drin. Von dem her, coole Sachen, wie gesagt, der kann auch Viren wie Norovirus, Coronavirus, was es alles so gibt, das kann der zuverlässig rausfiltern. Dann haben wir die Kategorie 3, die Giftstoffe, die Schwermetalle, die Chemie, die medizinischen, die landwirtschaftlichen Dünger, die Nitrate, Nitrite etc. Und das kann verdammt gut Aktivkohle. Denn 1 Gramm Aktivkohle hat 1500 Quadratmeter, ich nenne es immer Klebefläche, an dem einfach alles Mögliche dran kleben bleibt. Und das ist eine richtig coole Sache, weil der hier ganz viel rausfiltert. Das heißt, liebe Leute, wenn ihr euch einen Wasserfilter kauft, schaut dran, dass er bitte 3 Phasen hat. Zum einen soll er einen Vorfilter haben, einfach um den Filter zu schützen. Das ist sehr wichtig, weil desto länger könnt ihr euren Filter nutzen. Wenn der ganze Dreck drin ist, dann kann auch ein Säuermini, wo drin steht, irgendwie 380.000 Liter, dann ist der nach 10 Liter schon dicht, wenn da nur Dreck drinnen ist. Das ist halt das Problem. Deswegen immer Vorfilter, im schlimmsten Fall, wenn er keinen hat, Kaffeefilter als Vorfilter verwenden, funktioniert relativ gut. Dann sollte er eben einen Mikronfilter haben, um eben die Bakterien, wenn es geht, auch noch die Viren, die haben wir relativ wenig in Deutschland. Insofern, es ist nicht ganz wichtig, aber wer auf Nummer sicher gehen will oder wer ins Ausland will, würde ich definitiv eine noch kleineren Filtergröße nehmen, so wie 0,01 Mikron, wie es zum Beispiel jetzt mein Elanwell hat. Und der dritte und wichtige Punkt ist einfach, Aktivkohle sollte mit dabei sein. Und diese 3 Sachen muss man kombinieren. Wenn man die kombiniert, egal mit welchem Filter, kann man aus relativ vielen Gewässern rausdringen, aber denkt dran, die Kategorie 4, Benzin, Diesel etc., kann keiner dieser Wasserfilter, da bräuchte man dann schon entweder einen Destillator oder Umkehrosmose, aber die kann ich alle nicht transportieren und die sind alle dementsprechend teuer. Deswegen einfach ein bisschen schauen, welches Wasser ich nehme, dann kann ich auch, also mit diesem Wasserfilter würde ich hier jetzt aus alle 3 Bäche, ohne mit der Wimper zu zucken, rausdringen, wobei beim Großen schon wieder, weil da war ja eine Siedlung, da könnte Benzin, Diesel etc. drin sein. Alles andere holt er relativ gut raus. Also wahrscheinlich könnte ich hier aus alle 3 ohne Probleme raustrinken. Link zum Elanwell, egal ob jetzt zum Beispiel mit der Wasserpumpe, was einfach gerade, wenn ich mehr Wasser brauche, sehr sinnvoll ist, weil der Kunde in ungefähr einer Minute, 15 Sekunden bringt er einen Liter durch. Das heißt, ich sag mal, in 12, 13 Minuten habe ich 10 Liter gereinigt. Und wenn ich natürlich eine Familie habe, würde ich mit Pumpe nehmen. Aber er funktioniert genauso gut ohne Pumpe wie alle anderen Wasserfilter auch. Das heißt, ich bin nicht darauf angewiesen, weil die Pumpe kostet nochmal ein paar Euro extra. Link dazu ist natürlich unten drin. Die gibt's, der Link zu Waldvolk, weil den gibt es exklusiv nur bei Waldvolk. Ich teste jetzt in nächster Zeit auch mehrere andere Wasserfilter, aber das wird nur eine Zeit lang dauern, bis die dann kommen. Wie gesagt, den kann ich definitiv empfehlen. Da haben wir sogar schon aus dem Inn raus getrunken, einen sehr großen Fluss. Schmackelt, würde ich sagen, einwandfrei. Okay. Einwandfrei. Mal Spätzle ausprobiert und er lebt heute noch. So Leute, jetzt habe ich euch viel über professionelle Wasserfilter gezeigt, aber viele von uns haben Wasserfilter daheim und wissen es gar nicht. Da muss man nur verschiedene Sachen zusammensetzen. Und das zeige ich euch jetzt. Und deswegen, es kommt eh schon wieder ein Flugzeug, es ist unglaublich. Und deswegen gebe ich jetzt an den Stefan aus dem Studio. Servus. We're taking our shot, bring what you got. We're going all the way to the top.